Agocharasana ist die Stellung des Unzulänglichen, des Nicht-Wahrnehmbaren. Agochara heißt nicht wahrnehmbar, das unsichtbare höchste Wesen jenseits aller Sinneserfahrungen. Du fängst an wie in Gomukhasana, im Kuhmaul, die Oberschenkel sind übereinander, aber dann gehst du auf die Zehenspitzen und kannst die Hände vom Brustkorb zusammengeben. Du sitzt ja also auf einer Ferse, hast aber beide Zehen, die Zehenspitzen beider Füße auf dem Boden, Oberschenkel übereinander, und dabei kannst du auf einen Punkt vor dir schauen und das Gefühl haben, du bist verankert in Agocara, im Unendlichen und im Ewigen.